Herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Supraland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Oryx und wir legen auch gleich los. Ja, die blöden Blauen haben unsere Wasserleitung gekappt. Wir sind jetzt gerade dabei, zu den Blauen rüber zu wandern, damit wir mit denen reden können. Weil das geht ja gar nicht, ne? Wir können ja nicht einfach unser Wasser hier kappen. Von irgendwas müssen wir auch noch leben. So, und natürlich ist das alles nicht so einfach. Da kommen wir aber nicht durch. Bin ich oben drüber? Nee. Da stehen ja einfach Schatztruhen rum. Standard. Oh, Gesundheitsbalken. Gesundheitsleiste. Ich gebe dir eine visuelle Repräsentation als... Oh! Ah, okay. Haha. So Sachen kann man finden. Das ist toll. Und hier? Verschlossen. Müssen wir bald zurückgehen, weil wir münzenmäßig schon voll sind. Ha. Aua, die Kakteen tun weh. Ich weiß nicht, für was der Schlüssel ist. Aber irgendwo wird der reinpassen. Da ist, glaube ich, zu. Schau mal, hier sind Münzen drin. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück. Ja, wir legen den Schlüssel jetzt einfach mal hier hin, weil... Ah, warte mal. Hier ist ein fettes Schloss. Oh. Da sollte man nicht reinfallen. Genau, gehen wir mal zurück. Münzen abgeben. Irgendwas Schönes kaufen wir uns damit. Aber die sind schon ätzend, die Viecher. Die sind immer irgendwie gefühlt ein bisschen schneller als wir. Oh, jetzt können wir uns Doppelsprung holen. Klasse. So. 59 Münzen. 36 kostet, ja. Was haben wir hier? Mehr Schwertschaden, 65. Okay, aber... Ja, doch. Könnte ein bisschen besser sein. Aber so merkt man jetzt keinen großen Unterschied, wo man sagt, boah, geil. Jetzt kann man aber mal einspringen, meine Freunde. Oh. Schauen wir mal. Nee, das wird nicht gehen. Ausgedrückt. Oh ja, doch, das merkt man schon. Das war deutlich später, glaube ich, drücken. Schauen wir mal. Ja! Ja, so ist easy, gell? Was macht der Knopf? Ach, schau, der befeuert da irgendwas ab. Da müssen wir dann was draufstellen. Such das goldene Fass. Hier gibt es ein Fass. Oh, die haben Rüstung. Schnell weg hier.
können hüpfen, habe ich gesehen. Da kommen sie. Oh! Schnell weg hier. Wahnsinn. Komm doch, Pussy. Nicht runterfallen. Ich muss mir erst hier die Location anschauen, bevor wir hier runterhüpfen. Aber ich glaube, das geht schon. So, hier haben wir auf jeden Fall Münzen. So, hier ist das Fass. Oh, jetzt steht er da. Schau mal hier. Mann, ist der klug. Ups. So, nein, bleib hier. So, meine Vermutung. Hier soll er dran stellen, hier irgendwie. Was hätte denn nur? Wo ist denn der Knopf da? Ach, der ist wahrscheinlich da drüben. Und wenn wir da keine Kiste reinstellen, ne? Ja, wir passen ja eh nicht durch. So, wahrscheinlich dann einfach da reinlegen. Der rollt dann einfach rüber. Ach so. So, jetzt ist der da drüben. Aber wie kommen wir? Ach so. Ah, okay. Wo ist er jetzt eigentlich? Egal. Interessiert uns nicht. Schnell weg hier. Oh, da steht einer. Du hörst mich nicht, siehst mich nicht, riechst mich nicht. Geh weg! So. Yes, Baby. Hier, ich habe wieder ein Fass. Schau mal. Zwei gibt's noch. Was haben wir bekommen? Oh, da kommt er. Was eigentlich, wenn wir sterben? Was? Dreifachsprung! Huch. Das nehmen wir. Wow, krass. Dreimal springen, das ist ja ultra, oder? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay. Hier war ja irgendwo noch so eine geile Situation. Was ist das da? Na gut. So. Und zwar... Legen wir mal da das Ding hin. Die Lache ist geil. Jetzt kommen wir natürlich noch einfacher hier rüber, gell? Hui! Okay, das. Hui! Das bringt uns, glaube ich, auch nicht so viel weiter. Aber warte mal! Wir stellen einfach so ein Ding hier drauf. Aha. Oh cool, guck mal. Boing. Boing. Jawoll! Wow. So. Oh, noch mehr Schlagspiel. Schau mal. Zack, 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 zack. So, und hier jetzt? Wie läuft das Ding jetzt? So, mal gucken. Ja, sowas, ne? Ach, warte mal.
Meine Vermutung ist, wir müssen das da so irgendwie da reinzaubern. Das ist aber magnetmäßig, ne? Glaube ich. Oh Mist. Aber vielleicht können wir das auch noch nicht. Aber ich glaube, da ist so magnetmäßig was, das so ansagt und dann kann man da auf dieser Springplattform springen. Ist da eigentlich auch was drin? Nee, ne? So. Aber das bringt uns an und nichts. Da kommen wir. Oder vielleicht jetzt so. Oh. Ja! Geil! Jetzt haben wir hier. Da kannst du so viel rennen, wie du willst. Da kamst du nicht an mich dran, du. Was das bringt, weiß ich nicht. Ah, egal. So. Gehen wir mal hier hoch. Oh! Das ist jetzt eine Strecke, hier zu springen. Und mit Anlauf. Oh, zack, 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 zack. Oh, Mist. Ah, das könnte klappen. Ja, vielleicht das eine Mal etwas später, ne? Ja, wie geil! Oh, ich kann das Spiel. Das ist genau das richtige Spiel für mich. So. Jetzt haben wir hier was und da oben was. Lass uns erstmal oben gucken. Runtergehen können wir immer noch. Oh, das kippt. Ah, okay. Warte, warte, warte. Dann müssen wir hier Gewicht drauflegen. So. Oh, ich liebe Rätselspiele, ja. Oh, das ist ein roter. Geh und hol MacGuffin. Sollen wir da schon reingehen? Ja, gehen wir schon rein. Geht das jetzt zu? Hey, hi. Oh, mehr Münzen. Geil, 120. Dankeschön. Oh, jetzt wird's krass. Gelang zur Spitze des Kristallturms. Du kannst jetzt doppelt so viel Geld mitnehmen. Wenn wir jetzt hier runterspringen, gibt's kein Zurück. Geil, speichern? Ah, letzter Checkpoint, okay. Oh, so viele Wege und Möglichkeiten, ne? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Hallo. Glübrig in diese Richtung ist noch eine Muschel. Aber ich will die da. Ich weiß noch nicht, was ich mit Muscheln soll, aber ich will die Muscheln. Oh. Oh. Wow. Das ist ja übel. Weiß nicht, ob das so klug ist hier schon. Gegen sowas zu kämpfen. Was haben wir hier? Rüstung. Geil, Rüstung kann man gebrauchen. Rüstung ist immer gut. Huch. Also jetzt guck mal, wir sehen sogar, dass wir eine Rüstung haben. Wie geil ist das denn?
Attacke! Da oben ist der Kristall! Das schaffen wir, oder? Komm, irgendwie kommen wir da hoch. Ich sehe schon, hier sind echt mega viele Rätsel. Was haben wir hier? Aber das ist schon mal gut. Das kann bestimmt nicht schaden. Gaffen gehört in ein Museum. Ja, finde ich auch, Indiana Jones. Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen wie Indiana Jones. Hey. So, hier ein Knopf. Wer macht das da an? Wahrscheinlich, falls wir runterfallen, dass wir wieder nach oben kommen können. Wow. Ah! Scheiße. Wow. Das muss man erstmal kontrollieren. Wow. Wow. Leck. Das ist geil. Das spielt sich voll angenehm. Also ich kann euch das Spiel echt nur empfehlen. Oder sind da Stacheln drauf? So nicht mehr. Huh! Wo müssen wir hin? Darüber? Schaffen wir das? Oh! Krass! Unvorstellbar! Das? Ich mach da jetzt einfach mal so ein Ding drunter. Hier haben wir einen Knopf. Ah, das ist auch wieder, wenn wir runterfallen, ne? Das ist geil. Ich mag das. So, jetzt kommen wir hier drauf. Okay. Jetzt passen wir hier unten nicht mehr durch. Oder? Ah, doch. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich hoffe, dass wir das nicht bereuen werden. So, jetzt gehen wir hier rum. Oh, mehr HP, immer gut. Sehr schön. Ja, wir kommen gut vorwärts. Ja, safe. So, das ist immer so eine Art Checkpoint, ne? Wenn wir runterfallen, zack, sind wir wieder oben. Ah, jetzt schon gedrückt. Können wir später auch schießen? Das wäre so cool, ne? Weil aktuell Fernkampf. Gar nichts haben wir da, gell? So, ich jetzt mal hier weiter. Wo ist der Kristall da? Wie sollen wir den eigentlich tragen? Schauen wir mal, was das jetzt bringt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah. Ah, okay, warte.
Ach, der pustet nur ganz kurz. Okay. Also, wir müssen hier so ein Ding drauflegen. Dann hier so einen Stein runterlassen. Dass der da so drauf liegt, ja. Dann setzen wir uns hier drauf. Und drücken F, dann fällt das runter und zack, sind wir oben. Wie geil! Ah, das sind schon coole Rätsel, ja? Das muss man schon sagen. Und das macht echt Spaß, die zu entdecken und zu lösen. Das ist nicht unmöglich, aber... Ah, das ist wieder hier der hier, dass das hier angeht, ne? Liegt der jetzt drauf? Ich weiß es nicht. Also, der liegt definitiv drauf. So. Okay. Jetzt müssen wir da reinkommen? Wurde ich das richtig? Boah. Oh, das stelle ich mir übel vor. Oh mein Gott! Ah! Ja, lecker mir. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, das geht ja wahrscheinlich nur mit so einem Ding hier. Ach so, jetzt ist halt die Tür zu. Ja, das macht ja jetzt nichts. Ah, okay, das sehe ich jetzt erst, dass wir da damit die Tür eigentlich im Prinzip öffnen. So, Mitte. Was ist das? Oh, wir haben Pflaster bekommen. Mit eins das, mit zwei das. Geil. Okay. Achso, jetzt können wir da drauf schießen. Aber wie kriegen wir jetzt den Kristall da? Oder war's das jetzt? Muss ich gar nicht vorstellen. Also noch ist unsere Waffe extrem langsam. So, gibt es denn hier noch was, was wir unbedingt machen müssen? Ja, das ist da hinten, ne? Da könnte man noch was holen. Aber ich glaube, wir sollen den Kristall nicht selber mitnehmen. Das war ja völliger Schwachsinn. Da ging es jetzt wirklich tatsächlich, glaube ich, einfach nur um die Waffe hier. Treffen wir überhaupt? Ja! Geil! Das macht schon echt Bock. So. Oh! Das hier stelle ich mir eigentlich auch als geilen Shooter vor, dieses Spiel hier, ne? Oh, da ist ja eine Treppe. Oh! Eine Treppe hier. So. Boah, geil. Also das hat schon richtig Bock gemacht, dieses Rätsel. Das muss ich schon sagen. Das spielt sich super angenehm. Wirklich super angenehm. Hi. Ich koche nichts. Nichts. Das glaube ich dir nicht. Getroffen, Bitch.
Er kocht nichts. Vielleicht können wir von hinten gucken, ob der nichts kocht. Aber. Alter, von oben. Ich schau gleich nach. Er kocht nichts, dachte. Secret Area. Was haben wir hier? Muschel. Lebensregeneration. Oh. Wovon haben wir jetzt Schaden gekriegt? Von dem Feuer? Oder weil wir das Ding, diese Steine gegessen haben? Wieso haben wir die benutzt, wenn wir die... Ich glaube, das war nicht so gut. So, du kochst nichts, ja? Ich weiß zwar nicht genau, was du gekocht hast, aber du hast was gekocht, definitiv. Da brauchst du mir nichts erzählen. So, warte mal, hier. Was ist denn dahin? Oh, 1000 Rätsel. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wie krass das ist. Hier ist ein Schalter. 1, 2. Aha. Also der ist nur ganz kurz. Ich habe so die Befürchtung, dass wir uns irgendwann mal so teleportieren können oder sowas. Oder so kurze Strecken blinzeln können. So klick und dann sind wir ein Stück nach vorne geportet. Warum stehen eigentlich immer überall so Gräber rum? Das ist auch etwas suspekt. So, wir haben ja mal hier vorhin eben gerade welche weggeballert. Wie lange bleiben die Münzen denn liegen? Ah, ewig. Das ist ja angenehm. Was haben wir hier? Noch eine Muschel. Chiwanima! Schon geil. Geh weiter. Hi. Wer hätte gedacht, dass das ein MacGuffin ist? Ja, keiner. Also was? Blablabla. Wohnen die hier? Ein trauriges Leben hier draußen, oder? Sehr trist. Das sieht so gasig aus. Mehr Geld, geil. Cool, hat sich gelohnt. Aber kommen wir hier auch wieder raus? Jo. Müsste eigentlich gehen. Oh, du arme Sau. Oh! Da geht er down. Uff, noch einer. Wie schnell die jetzt ist, gell? Schau mal hier, krass. Ja, Freunde, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Ja. So schnell kann es gehen. Normalerweise dürften wir ja nirgendwo stecken bleiben, oder? Ich habe immer Angst, wenn wir irgendwo runterhüpfen, dass wir irgendwann nicht mehr rauskommen aus diesem Loch. Aber eigentlich dürfte es ja nicht so passieren, oder? Ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler da schon ein bisschen mitgedacht haben. Dass man da nicht irgendwo hinhüpft, wo man dann am Ende nicht mehr rauskrabbeln kann.
dem. Ah, warte mal. Ich sehe gerade eine mögliche Lösung für unser Problem hier. Aber das sehen wir im nächsten Video. Leute, einschalten, es bleibt spannend oder rätselhaft. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ciao, ciao.